Der Sweetchecker. Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich werde euch heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich noch nie gegessen habe. Ja, ist eigentlich gelogen, es sind nämlich zwei Süßigkeiten. Habe ich vor kurzem schon mal gehabt. Zwei Schokoladen. Das sind zwei Schokoladen. Eine, zwei. 10 für Anfänger. So, das kommt von der Firma Valrhona. Keine Ahnung, wie man sowas ausspricht. Er stammt aus der Schweiz. Nein. In der Schweiz gekauft, in Frankreich aber produziert. Das sind zwei unterschiedliche Schokoladensorten, was man natürlich auch schon an dem Namen oder auch an der Farbe erkennen kann. Das eine verspricht Latte Caramel, ja, also eine Karamellschokolade zu sein. Hier gibt es auch was in Englisch, Milchschokolade mit Stücken von Karamell und Crunchy Pearls. Crunchy Pearls. Das andere ist Milchschokolade mit Splittern von Pecan Nuts. Wie heißt das auf Deutsch? Naja, Nüssen halt, ihr wisst schon. Das ist ja toll. Ich glaube, ich werde zuerst die Pecan nehmen. Das ist übrigens 36% Schokolade. 40% Schokolade. Das könnte ein bisschen zu viel sein für den süßen Sebastian. Mich als Sweetchecker. Geh auf! Geh auf! Muss ich Gewalt anwenden? Schwupps. Keine Geschenke. Schwupps. Also ein goldenes Papier. Machen wir das denn auf? Ach, hey. So, Rimmel, Rabbel, Rabbel. Oh. Ich mach's mal ganz auf. Oh, es ist zerbrochen. Es ist gebrecht. So, es kommt also hier raus, ein Teil Schokolade, heute mal ein Dreiteil. Relativ süße Schokolade, würde ich mal behaupten. Also im Geruch, vanillig, nichts mit Nuss, aber soll auch im Geschmack sein, nicht in der Nuss, in der Nase. Hier ist mal das Logo drauf geknallt. Knack. Also, wer Milka mag, die ist nicht so süß. Das waren jetzt die Pecan-Nüsse. Die Nüsse sind ganz klein, da drin. Ich bin auch ein bisschen karamellig, würde ich sagen. Weiß ich gar nicht warum. Aus Versehen. Also die Schokolade ist jetzt ja, im oberen Feld anzusehen, deutlich. Die ist nicht so, die kratzt nicht so, die hat einen schönen runden Geschmack und die ist weich, die ist zart, die schmilzt locker. Die ist nicht so süß, aber auch nicht süß. Also sie ist süß, keine Frage. Und aber dann nicht so, dass es auch sofort wegschmilzt. Und mit 40% finde ich auch noch relativ, also gut, also sehr, sehr schokoladig. Sehr cool. Dieses Produkt habe ich gerade im Mund gehabt. Ich muss mir den Finger lecken. Lecker, lecker, lecker. So, Karamellschokolade. Und wie ihr mich kennt, ich mag Karamell. So, selbes Spielchen wie hier vorher. Aha. Die ist also auch gebrochen. Gleiches Spielchen wie vorher. Also heraus kommt wieder so eine Tafel Schokolade. Ach was. Und die ist jetzt von der Farbe her. Ne? Das war die vorher, das war die nachher. Die ist ein bisschen heller. Ne? Können wir sehen? Ja, ne? Die ist ein bisschen heller. Und wenn man die jetzt umdrehen mag, kann man auf der Rückseite schon ganz viele kleine Knubbel sehen. Ich zeig's nochmal. Ohne zu wackeln. Okay, ich habe gelogen, war doch Wackeln drin. Ich würde sagen, die riecht gleich. Die riecht ein bisschen süßer. Oh, sie ist auch härter.
Wow. Wer hat das denn gemacht? Also ich sehe es darin, in der Schokolade, kein bisschen irgendwie Karamellstücke oder so. Das muss also in der Schokolade reingezogen worden sein. Wenn du reinbeißt, wirst du sofort zwei Dinge auffallen. Zum einen erstmal der untere Belag mit den vielen kleinen Knubbels hier, wie haben sie sich genannt? Crunchy Pearls. Die knuspern dann erstmal, die knuspern nicht. Also du beißt da rein und so macht so. Also knuspert schon, ja, aber jetzt nicht so. Dann ist sofort weg. Also du beißt rein, aber knuspert weg. Ja, das war das Erste. Zweite, du hast sofort so Karamellgeschmack im Mund. Der ist auch echt voluminös. Also das mit dem Schokoladengeschmack füllt das echt den Mund aus. Eine coole, also sehr geil gemacht. Karamell, nicht zu dominant. Schokolade, nicht zu dominant. Die halten sich echt super in der Waage. Das ist super gemacht. Mit den Crunchy-Dingern nochmal eine andere Konsistenz reingebracht. Und das ist einfach, sowas liebe ich ja, wenn man verschiedene Konsistenzen und Geschmacke super geil abstimmt. Und das ist also wirklich, wow. Meins. So, das war der Sweetchecker und ich habe euch heute zwei Schokoladen aus Frankreich vorgestellt. Und das war eine Karamell und das andere war Pekannüsse. Ja, und wenn ihr auch mal wieder so lustige Ideen habt, dann könnt ihr sie auch gerne schicken. Und ich werde sie dann verköstigen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das kommt irgendwie von Martina. Vielen Dank an Martina für diese Köstlichkeiten. Dankeschön und tschüss.